Guten Morgen. Das Thema Minimalismus, also eine Verringerung seines aktuellen Besitzes im aktuellen Kontext einer öffentlichen Diskussion, ist omnipräsent. Und aufgrund der Popularität dieses Themas gibt es eben auch immer wieder Menschen, die den eigentlichen Sinn des Minimalismus gar nicht erfassen und ihn trotzdem mit dir hochjubeln oder ihn verdammen. Na? Also gleich mal vorneweg, heute geht es eigentlich nicht darum, zu sagen, Minimalismus ist toll oder Minimalismus ist scheiße, sondern genau aufzuzeigen, was Minimalismus in Relation zu einem bewussten Leben eigentlich darstellt und vor allem was es nicht darstellt. Und noch viel interessanter ist es zu schauen, warum Menschen Minimalisten werden und warum sich Menschen von Minimalisten angegriffen fühlen und sich genötigt fühlen, auch ja, Artikel zu schreiben, Videos zum Thema Minimalismus zu bringen oder Anti-Minimalismus zu bringen. Also einfach mal aufräumen ist heute angesagt. Zum einen als allererstes, Minimalismus ist eine Art zu leben, die ein bewusstes Leben fördern kann, aber nicht muss. Denn nur durch das Wegschmeißen überflüssiger Besitztümer wird man nicht automatisch bewusster und fördert auch nicht das bewusste Leben. Sondern der Minimalismus ist eine Konsequenz eines bewussten Lebens bzw. der Wunsch danach. Nochmal und auf der Zunge zergehen lassen. Minimalismus bedeutet nicht zwangsläufig bewusster zu leben, sondern kann die logische Folge eines bewussten Lebens sein. Oder den Wunsch danach, der an sich auch eine Form der Bewusstheit darstellt. Aber er muss es nicht. Es ist alles nicht so einfach. Oder anders ausgedrückt, wenn ich mich zum Beispiel müde und vollgefressen fühle, kann das die logische Folge von einer viel zu großen Portion eventuell noch gekochter Nahrung sein, ja, oder man ist einfach müde, weil man schon sehr lange wach war. Man kann also von einem Ergebnis nicht immer zweifelsfrei auf die Ursache schließen. Mathematisch ausgedrückt bedeutet das, dass wenn aus A B entsteht, dass es nicht auch ein C geben könnte, aus dem auch B entsteht. Und schon gar nicht, dass aus B auch A entstehen muss oder im Falle des existierenden C A überhaupt impliziert werden kann. Na? Minimalismus ist also nur eine Ausprägung und führt nicht zu einem bewussteren Leben. Denn um eine Theorie zu falsifizieren, reicht ein Gegenbeispiel aus. Und das wäre dann die Handlung, dass ich alle Besitztümer veräußere aus dem Grund, dass ich Geld brauche für irgendeine bestimmte Sache oder einfach dem Trend des Minimalismus unbewusst folge. Was de facto keine Bewusstheit darstellt, da es ja unbewusst ist, da ein Trend ein vordefiniertes Wertgebilde ist, über das ich mir persönlich nicht bewusst Gedanken machen muss, denn ich will einfach nur trendy sein. Da habe ich mir vielleicht irgendwann mal Gedanken gemacht, aber dann ist es nur noch unbewusst. Nun könnte man natürlich sagen, Minimalismus ist mehr als sich von seinen Besitztümern zu trennen. Nur kann man dann das Kind auch gleich beim Namen nennen und bewusstes Leben dazu sagen. Also gilt für den Minimalismus, also wirklich auch hier, um nicht in Relation zum bewussten Leben ja, der Redundanz zu unterliegen, die Annahme, dass mit einer Entmaterialisierung der Tatbestand des Minimalismus in unserer heutigen Diskussion gegeben ist. Andererseits gäbe es dann auch gar keinen Grund für diese Wortschöpfung. Ne? So, jetzt haben wir erstmal eine Basis geschaffen. Jetzt entrümpelt man seine Wohnung und ist dann per oben genannter ja, und nicht nach logischen Kriterien bestreitbarer Definition Minimalist. Soweit so gut. Nun möchte man aber, dass dies alle Welt weiß. Oder man möchte dies eben nicht. Wenn man dies nicht möchte, dann ist die Intention des Minimalismus wahrscheinlich tatsächlich ja, nicht nur der Wunsch nach einem bewussten Leben geschuldet, sondern auch den Willen, dieses umzusetzen. Aber auch nicht zwingend, siehe das Verkaufsbeispiel oben. Aber so, eins. Wenn man allerdings unbedingt möchte, dass alle Menschen das wissen, dass wir Minimalist sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, man hat den Wunsch, bewusst zu leben, zeigt diese auch öffentlich, aber letztlich ist man nur auf der Suche nach Anerkennung und möchte irgendwo dazugehören oder sich selbst darüber definieren, über den Begriff des Minimalisten. Also ja, also das ist die eine Möglichkeit. Auch das wäre im engeren Sinne auch wieder aufschlüsselbar in zwei Optionen, fällt mir gerade ein. Entweder man ist sich dessen sogar bewusst, macht dies aber aufgrund entweder einer emotionalen Abhängigkeit oder einer destruktiven Lebensweise trotzdem, dann führt man zwar ein bewusstes, aber auch ein beschissenes Leben, oder man macht dies unbewusst und dann ist man zwar Minimalist, aber führt kein bewusstes Leben. Ne? Zweitens kann man aber es durchaus auch allen sagen wollen und trotzdem bewusst unzufrieden leben. Eben, wenn es die Intention desjenigen ist, eine minimalistische Lebensweise als Katalysator eines bewussten Lebens zu präsentieren, wenn das die Intention ist, die bewusste
die wirklich bewusste Intention. Das bedeutet, dass sowohl bei den Menschen, die geheim minimalistisch leben, als auch bei den Menschen, die damit hausieren gehen, ein bewusstes Leben die Grundlage dafür sein kann. Daraus lässt sich dann aber zweifelsfrei ableiten, dass eine generelle Kritik am Minimalismus und deren Darsteller in Bezug auf ein bewusstes Leben nicht zulässig sein kann, wenn man ja die Gesetze der Logik zugrunde legt. Genau wie man eben, wie gezeigt, nicht jedem Minimalisten ein bewusstes Leben unterstellen kann. Was ein bewusstes Leben überhaupt ist, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Denn ein bewusstes Leben kann auch mit sehr viel Besitztümern absolviert werden. Man muss sich eben dessen nur bewusst sein. Auch führt nicht jedes Bewusstsein zu denselben Konklusionen. Ich kann mir bewusst sein, dass Tiere leiden, wenn ich sie esse und dass sie auch wirklich gequält und alles weiter. Aber ich kann es trotzdem machen, ne? Oder ich kann es eben nicht tun. Ich kann es aber bewusst machen, weil ich bestimmte Werte da habe. Da kämen dann wirklich die ganz persönlichen, eigenen, individuellen Überzeugungen ins Spiel, die wirklich gar nichts mit einem Bewusstsein zu tun haben. Beides ist eine bewusste Entscheidung. Und jetzt kommen wir zu dem Vorteil des Minimalismus in Bezug auf ein bewusstes Leben. Wenn man weniger Sachen hat, dann muss man sich über weniger Sachen bewusst sein und erhöht mit dem Wegfall von Gegenständen, über die man unbewusst nachdenken oder mit ihnen interagieren könnte, den Anteil an bewusster Lebenszeit. Natürlich nur dann, wenn man dies bewusst so initiiert hat und nicht wie eingangs erwähnt, dass man hofft, dadurch bewusster zu werden. Denn wenn jemand automatisch einem Trend folgt, dann ist der Automatismus, was ja de facto einfach Unbewusstheit ist, vorhin schon gezeigt, nicht dadurch eliminiert, dass man keine Gegenstände mehr hat. Exkurs, nur mal hier ein kleiner Test zwischendurch, um zu erkennen, wer tatsächlich meine Videos komplett schaut und wer nur die Überschrift liest. Wer mein Video komplett schaut und kommentiert, beginnt seinen Kommentar bitte heute mit dem Wörtchen das. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal, was Bewusstheit und Minimalismus ist, als Begriffe vorstellen und auch voneinander trennen. Und ja, es gibt zweifellos Synergien zwischen diesen beiden Begriffen, aber diese treten nur bei einer gewissen Grundbewusstheit in Erscheinung. Das ist ja dann auch der Grund für viele zumindest partiell bewusste Menschen, den Weg des Minimalismus zu gehen und seine Bewusstheit dann wirklich auch weiter zu fördern. Zu wollen. Aber was ist nun mit den Menschen, die sich hinstellen und genervt sind von dem Minimalismus und den Minimalisten, die sich da öffentlich postulieren? Auch da gibt es keine einfache Antwort. Die Frage ist, warum sind sie genervt? Wir nehmen einfach mal den Fall, der mir bisher am häufigsten aufgefallen ist, an, dass sie von der Omnipräsenz der Thematik genervt sind. Das kann einerseits bedeuten, dass sie selber unbewusst sind, aber intuitiv merken, dass sie eigentlich auch bewusst so leben wollen, aber auch wissen, dass es ein massives Verlassen der Komfortzone bedeutet, sich von den materiellen Besitztümern zu lösen und entsprechend aufgrund einer destruktiven, wenn wir ein zufriedenes Leben als Optimum ansehen, einer destruktiven Lebensweise sich dann hinstellen und ja, sich darüber echauffieren, lustig machen oder aufregen, dass Minimalisten dieses eben kundtun. Dass sie Minimalisten sind. Andererseits kann es auch so sein, dass diese Menschen auch nicht unbewusst den Wunsch haben, sich über das automatisierte Dasein zu erheben und sich einfach nur Luft machen wollen. Dass sie der Thematik und des ansteigenden kollektiven Bewusstseins diesbezüglich auch den Wunsch der Gesellschaft danach eben nicht entfliehen können. Dass sie einfach, es muss raus, Luft machen. Und dann eben wie so ein Rollo ganz einfachen Prinzipien folgen und mit einem Klappe auf, Emotion raus, Klappe zu, ihre eigene Wohlfühlwelt wieder in Ordnung bringen. Das mag zwar jetzt etwas negativ klingen, aber viele dieser Menschen, die sich für ein unbewusstes und automatisiertes Leben entschieden haben, beziehungsweise entschieden wurden, da sie ja nicht selber entscheiden wollen, ne, leben de facto zufriedener. Leben de facto zufriedener. Ich kenne selbst auch einige Veganer, die der Prototyp des unbewussten Lebens darstellen, da sie nur Automatismen folgen und nicht selbst initiativ in den Prozess des Denkens eingreifen. Da Denken selber ja auch vollkommen automatisch abläuft oder ablaufen kann. Man kann aber auch intervenieren. Es funktioniert alles. Es ist absolut. Man muss gar nichts machen. Und es gibt bis auf den Wunsch des Bewusstseins und den des freien Willens keinen Grund, wirklich bewusst zu werden. Das ganze Leben läuft an euch vorbei, wenn ihr diese beiden Wünsche nicht habt. Wie gesagt, man kann selbst, wenn man Tierschützer oder ökologischer Weltverbesserer ist, komplett in der heutigen Zeit automatisiert handeln. Da es im Endeffekt genug vorgedachte Konzepte gibt, die man einfach nur folgt. Wo man weiß, okay, ich bin jetzt Veganer, vegane Informationsquellen, so und so handeln die, automatisch handle ich auch. Ne?
Also was bleibt denn da nur am Ende der Argumentation wirklich übrig? Man kann keine sichere Aussage über die Bewusstheit machen. Zumindest über die Bewusstheit von Minimalisten, so rum. Zumindest die, die sich als Minimalisten outen. Ja, man kann keine klare Aussage über die Bewusstheit machen von Minimalisten, die sich als Minimalisten outen und dann erst überhaupt Grundlage einer etwaigen Diskussion sind. Ne? Sonst brauchen wir ja gar nicht zu reden. Minimalisten, die niemanden sagen, dass sie Minimalisten sind, über die spricht man nicht und ja, interessieren im Kontext einer öffentlichen Diskussion eben auch nicht. Menschen, die sich über Minimalisten pauschal aufregen, sind aber zu 100% unbewusst agierende Menschen, da sie eben nicht differenzieren, sondern alleine die Tatsache, dass Menschen ihren Minimalismus veröffentlichen, negativ im Sinne eines bewussten Lebens interpretieren. Das macht den Minimalisten oder den Kritiker des Minimalisten nicht jetzt zu besseren oder zu schlechteren Menschen, eben nur dann eben doch zu potenziell bewussteren oder definitiv unbewussten Menschen. Ich wollte das heute einfach mal so wirklich kompakt zusammenfassen, weil mir das Thema und die Kritik dazu einfach oft so wischiwaschi so vorgetragen wird, obwohl es doch eigentlich, wie ich heute gezeigt habe, wirklich einfach ist, so eine grundsätzliche Logik auch anzuwenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und habt, könnt für euch ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich auf morgen, macht's gut, euer Christian. Tschüss.